Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4, der Pulverisieren-Build 2.0 für Season 2. Nicht mehr auf Verwundbarkeit, schauen auch noch ein bisschen, aber grundsätzlich komplett auf Überwältigen ausgelegt. Crit-Schaden und Überwältigen. Bevor ich ein bisschen ins Detail gehe, worauf es ankommt, erstmal den Damage zeigen und dann zeige ich euch, worauf ihr achten müsst, worauf es ankommt, weil Überwältigen ist ja ein bisschen tricky für die, die es nicht wissen. Überwältigen wurde bislang eigentlich so gut wie gar nicht gespielt. Es wurde immer die Verbindung zwischen Crit und Verwundbarkeit gespielt, fast in jedem Build. Und das wurde jetzt mit dem letzten Patch komplett weggenommen. Aber dafür wurde Überwältigen extrem gebufft. Und Überwältigen hat ein Problem. Und zwar kann man Überwältigen nicht die Chance erhöhen. Wie zum Beispiel die Crit-Chance, die kann man ja erhöhen, ne? Einfach die Crit-Chance erhöhen und dann kann man mehr critten. Das ist beim Überwältigen nicht so. Beim Überwältigen kann man entweder sagen, du überwältigst oder du überwältigst nicht. Also du kannst nur garantieren. Also sagen wir mal, du kannst Überwältigung, also spielen und reden ist ja ganz schwierig für mich. Du kannst Überwältigen garantieren. Das bedeutet, du kannst durch bestimmte Effekte und Aspekte und Items darauf, das zeige ich gleich alles nochmal. Und Fähigkeiten machen, dass du auf jeden Fall überwältigst. Die grundsätzliche Chance zu überwältigen sind immer 3% und die kann man auch nicht erhöhen. Also es sind immer 3%, also eigentlich, also 3% ist wirklich nichts. Aber grundsätzlich geht es halt darum, seine Überwältigung zu garantieren. Und dafür haben wir in Season 2 4 bis 5 Möglichkeiten beim Druiden. Und ihr habt gerade schon gesehen, so eine Million Schaden mache ich gerade. Ich bin Level 82. Ich bin noch weit, das sage ich irgendwie in jedem Build, den ich vorstelle. Ich bin noch weit davon entfernt, perfekt ausgestattet zu sein. Also ich habe noch nicht das Amulett, was ihr braucht. Ich habe viele Affixe noch nicht. Das Einzige, was bei mir perfekt ist, ich habe schon Vasilis Gebet und ich habe unersättliche Wut. Und ich traue es mich gar nicht zu zeigen, weil in den Kommentaren werde ich übelst geflamed dafür, aber ich habe diese Waffe hier mit 925 Macht. Die ist beim Weltboss gefallen. Also Weltboss macht den auf jeden Fall. Ist zwar eine Zweihand-Axt, was nicht perfekt ist. Besser wäre eine Keule, die Kontrollverlust-Schaden macht. Oder Überwältigungsschaden. Aber trotzdem 4000 Schaden pro Sekunde mit 925 Gegenstandsmacht. Also besser kann es gar nicht laufen. Überwältigungsschaden drauf und Kernschaden ist also auch nicht perfekt, kann noch sehr viel besser werden. Wie gesagt, habe ich schon gesagt, der Build ist auf jeden Fall unten verlinkt. Ich habe euch den komplett bei D4 Build gebaut. Da könnt ihr euch den genau anschauen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rein. Wir gucken erstmal ganz kurz Schaden. Ich habe nämlich gerade selber nicht darauf geachtet, ob ein hoher Schaden dabei ist. Nicht überwältigt. Da, die blauen Zahlen ist immer überwältigt und braun ist überwältigen plus Crit. Also wäre eigentlich ganz schön, mal Überwältigung plus Crit zu sehen. Hellblau ist immer nur überwältigt. Da sind wir so bei 2, 3, 400.000. Und überwältigen plus Crit. Da war es gerade 500.000. 400.000. Ich habe aber auch schon über 1 Million gemacht. 1,4 Millionen, da hat man es gesehen. Kommt mit aufs Thumbnail. So, jetzt raus hier. Jetzt gehen wir rein in die Analyse. Weil da gibt es ein bisschen mehr zu erzählen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht. Weil Überwältigen ist ein Thema, das ist nicht so einfach abgefrühstückt wie zum Beispiel Verwundbarkeit. Verwundbarkeit früher und auch jetzt noch ist einfach die Glyphe rein, die die Gegner verwundbar macht, 3 Sekunden und fertig. Mehr Verwundbarkeit kannst du beim Druiden nicht machen. Das ist die Ausbeuten, genau hier. Wenn ihr einem Gegner Schaden zufügt, wird er 3 Sekunden verwundbar. Das war easy. Crit-Chance ist auch easy erklärt. Könnt ihr bei euch in den im Menü hier gucken. Geht ihr hier runter und steht hier eine Crit-Chance. Bei mir sind 35%. That's it. Aber überwältigen, das ist ein Thema. Das könnt ihr euch einmal hier durchlesen. Einmal Pause und durchlesen. Aber per se heißt es, ihr könnt zu 3% immer überwältigen oder halt garantieren. So, und wie garantieren wir? Einmal mit dem Amulett, das ich jetzt noch nicht habe. Es gibt ein neues Amulett, das diese Season reingekommen ist, das alle 300 Ressourcen einmal überwältigt und überwältigen mit Crit macht nochmal mehr Schaden. Also das kann richtig crazy werden. Ich wünschte, ich wäre schon Level 100 mit der perfekten Gear. Ich wette, man kann diesen Build hier auf 5 bis 10 oder noch höhere Millionen Beträge machen, Schadenszahlen. Aber ja,
Gehen wir rein in Geistersägen. Hier gibt es einmal, jede 20. Tötung sorgt dafür, dass eure nächste Erdfertigkeit überwältigt. Ganz wichtig, ihr müsst natürlich im Bild hier spielen. Pulverisieren ist jetzt eine Erdfertigkeit. Ganz wichtig für den Bild. Und dann jede 20. Tötung einmal überwältigen. Dann haben wir in der Fertigkeit einmal bei Pulverisieren, dass ihr überwältigt. Und zwar, wenn ihr 12 Sekunden lang gesund wart und da ihr sowieso immer voll mit Stählung seid und immer gesund seid, habt ihr hier alle 12 Sekunden auch nochmal eine Überwältigung. Und dann gibt es noch hier die Provokation, die macht alle 16 Sekunden, solange ihr im Werbergestalt seid, eine mal überwältigen. Und mit Vasilis Gebet? Nein? Mit unersättlicher Wut seid ihr ständig in der Werbegestalt. Aber auch wenn ihr die ganze Zeit pulverisiert und drückt, seid ihr eigentlich auch die ganze Zeit in der Werbegestalt. Also egal, ob ihr unersättliche Wut habt oder nicht, ihr seid immer in Werbegestalt. Also diese drei, beziehungsweise mit dem Amulett, vier Überwältigungsmöglichkeiten habt ihr immer. Und neu dazu gekommen sind ja hier diese Vampirfertigkeiten. Und hier ist es eigentlich egal, was ihr spielt. Ich weiß gar nicht, ob ich die bei D4 mit reinpacken kann, die Überwältigungsdinger. Ich guck mal eben. Ja, sind mit drin, habe ich euch mit reingepackt. Ich speichere das auch nochmal eben. Wie gesagt, der Bild ist unten, da könnt ihr es mal genau angucken. Im Prinzip ist egal, was ihr hier habt, aber es gibt hier eine Vampirfertigkeit, und zwar die Blutbeule, die nochmal alle 20 Sekunden überwältigt. Das heißt, ihr habt 5, beziehungsweise mit dem Amulett oder wie auch immer, ja, 5 bis 6 Möglichkeiten zu überwältigen, und das ist beim Druiden mehr als bei allen anderen Charaktern. Also weder der Necro noch der Barbar haben so viele Möglichkeiten zu überwältigen. Deswegen geht der Druide auch so extrem ab mit dem Überwältigen. Juwelen sind auch klar rot in der Rüstung, weil ihr braucht mehr Leben, mehr maximales Leben gleich mehr Überwältigungsschaden. In der Waffe könnt ihr Crit-Schaden bei Kontrollverlust. Das ist eigentlich gut, weil ihr mit R1 mit diesem Ruf die Gegner immer slowt und auch mit eurer Erdfertigkeit die Gegner slowt. Damit heilt ihr euch auch mit Umbral eure Mana voll. Im Bild selber werdet ihr sehen, dass ich gar keine Verwundbarkeit drin habe. Also ihr habt keine Stats drin, die Verwundbarkeit hochmacht. Aber ich habe in dem Bild mal am Ende Ausbeut mit reingepackt. Ich konnte es jetzt selber noch nicht ausprobieren, weil ich noch nicht so weit bin. Wenn ich Level 100 bin, müsste man mal schauen, wie krass Ausbeuten dann ist, wenn man dann Verwundbarkeit hat, plus Überwältigen, plus Crit, auch wenn man keine Überwältigungsprozente drauf hat, wie viel Schaden da mehr bei rumkommt. Eventuell tausche ich das auch noch aus gegen Territorial, muss ich mal schauen, was da am Ende sich besser anfühlt, ob gegen nahe Gegner oder vielleicht auch was gegen Bosse für Max Life. Aber ich habe jetzt erstmal Ausbeuten drin und ich denke, das sollte auch ganz gut funktionieren mit Ausbeuten. Spielt dem Bild nach. Ich glaube, es ist bisher kein einziger Bild bei Twitch so oft nachgefragt worden wie dieser. Ich wurde in den letzten 3 Tagen, glaube ich, 20 Mal nach diesem Bild gefragt. Und endlich ist der Bild da, Leute. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, wie ihr den findet. Ich muss ganz doll dazu sagen, dass der hier noch ganz, ganz weit davon entfernt ist, den maximalen Schaden rauszuholen. Und ich habe jetzt schon über 1 Million an Schaden auf Level 82. Und ich habe keine Glyphe auf Level 15. Ich habe nicht mal eine Glyphe auf Level 15. Ich habe alle Glyphen auf Level 1 und nur eine Glyphe auf Level 14. Also da kann noch ganz, ganz böse viel Schaden dazukommen. Ich habe das Amulett noch nicht. Die Ringe sind noch nicht gut. Also da kann wirklich noch richtig Schaden dazukommen. Macht dem Bild nach. Überwältigung auf dem Druiden, glaube ich, wird richtig krass diese Season. Ich würde mich selber voll auf den Kanal freuen. Wird bestimmt noch einiges kommen. Ich habe ganz viel schon gefarmt für Duriel. Also Varshan ist schon da. Leben nach Stahl habe ich ganz viel. Und auch exquisites Blut für Lords hier mal reinschauen. Und auch destillierte Furcht. Wenn ihr da mal was zu sehen wollt zu den Endbossen, schreibt es unten rein. Ich hatte ja gestern schon gezeigt, wie ihr Duriel überhaupt herausfordern könnt. Wenn ihr da mehr zu sehen wollt, schreibt es mir unten in die Kommentare. Lasst ein Like da und bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.